Natürlich, wo Licht ist, wird meist auch Schatten gesucht. Wo gibt es Risiken, wo gibt es Nachteile? Ich sehe als solches weder Risiken, die ich als Risiko als solches bezeichnen würde oder groß bezeichnen würde, noch Nachteile für den Arbeitgeber. Der einzige Punkt, den ich nicht als Risiko oder Nachteil bezeichnen würde, ist schlichtweg die Tatsache, wenn der Arbeitgeber eine Zusage macht, 100 Euro des Mitarbeiters verzinst mit 2,5%, dann ist es wirtschaftlich natürlich ein langfristiges, zinsgünstiges, sicherheitenfreies und auch Darlehen zur freien Verwendung. Aber es ist eben ein Darlehen und es muss irgendwann mal eben in der zugesagten Form zurückgezahlt werden. Das heißt, die 100 Euro plus die Zinsen für eine dementsprechende Zeit. Und dafür ist schlicht und ergreifend der Arbeitgeber auch verantwortlich, dass er diese Zinsen erreicht, dass er das erwirtschaftet. Wie er das macht, mag im Einzelfall unterschiedlich sein. Der eine zahlt kontokorrent zurück, er wirtschaftet damit 9,5 oder 10% sofort, später durch die Rückzahlung von Krediten vielleicht nur 4,5, 5 oder 6%, später durch die Investition im eigenen Unternehmen Prozent X oder eben auch durch die Anlage am Kapitalmarkt immer noch nachhaltig vielleicht 3 oder 3,5%, was deutlich ausreichend ist. Aber das muss der Arbeitgeber erwirtschaften, und wenn er jetzt das sieht, wie leicht, wie schwer ist es, das Ganze zu erwirtschaften, muss er letztendlich auch sehen, welchen Nutzen bringt mir das Ganze in der Zwischenzeit. Also die Mitarbeiterbindung, die Fachkräftegewinnung, die ist einfach nicht wegzudenken. Die Risikofreiheit, dadurch, dass ich Bankdarlehen zurückzahlen kann, dadurch, dass ich einfach Liquiditätsreserven habe, Krisensicherheit aufbaut, das ist nicht wegzudenken. Das ist ganz klar da. Die Tatsache, dass ich auch in Sachwerten, in Realwerten investieren muss oder investieren kann, die ist einfach gegeben, die bietet Chancen. Und da muss man auch die Verpflichtung gegenüber sehen, letztendlich den Zins zu bringen.